Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kultur- und Veranstaltungstipps auf MV1. Ja, nach dem Sommer, nach der Sommerpause, steht der Herbst vor der Tür. Und was gibt es Schöneres im Herbst, als in die Pilze zu gehen? Dennoch muss man immer wieder sagen, Vorsicht ist immer geboten. Deswegen befinden wir uns heute im Botanischen Garten. Neben mir steht Frau Bütow. Und Frau Bütow ist ehrenamtliche Pilzberaterin und kennt sich formidable mit dem Pilz aus. Frau Bütow, gibt es schon Pilze dieses Jahr? Natürlich gibt es schon Pilze. Es hat sehr viele im Frühling gegeben, es hat auch sehr, sehr viele im Juli gegeben. Sogar auf den Rasenflächen, in den Parks, in den Neubauvierteln unwahrscheinlich viele giftige und auch essbare, sogar Steinpilze hat es gegeben. Aber jetzt gerade im Moment, so im September, ist es ein bisschen mau, ne? Es ist ein bisschen mau, gerade um die Gegend um Rostock. Man hat gehört, dass es da so ein bisschen in der Warener Gegend, Nossentiner Hütte, auch ganz gut Pfifferlinge gibt. Habe ich gefunden letzte Woche. Ja, sehen Sie. Die gibt es in diesem Jahr gut. Alle anderen Pilze halten sich ein bisschen zurück. Ich bin froh, dass wir heute hier im Botanischen Garten noch mal ein paar schöne Pilze gefunden haben, die wir Ihnen vorstellen wollen, nämlich die hochgiftigen. Dazu kommen wir allerdings gleich. Pilzberatung ist ein wichtiges Thema. Man hört es ja immer wieder, gerade in Baden-Württemberg, eine Familie aus dem Ausland haben grüne Knollenblätterpilze gesammelt. Die Kinder brauchen neue Leber. Es ist sehr gefährlich und der grüne Knollenblätterpilz, das ist er. Und dieser ist einfach zu erkennen. Das finde ich auch ganz wichtig, wenn Sie jetzt mal aufpassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Woran erkennt man denn diesen sehr hochgiftigen Pilz? Es ist eigentlich ganz einfach. Erstmal hat er eine grünliche Farbe von hell bis mittelgrün, dunkelgrün, leicht seidig, faserig überhaucht. Das ist aber nicht das Hauptmerkmal. Dieser Pilz hat weiße Lamellen. Das sollte man sich mal... sind diese. Hier hängt noch ein Stückchen von der Manschette dran. Ich mache das mal ein bisschen ab. Sie sehen hier weiße Lamellen, einen weißen Stiel, der höchstens ein bisschen übernattert ist. Also so übernattert? Genattert. Also leicht genatterten grünen Schimmer hat. Aber das wichtige Merkmal an sich ist jetzt die Knolle. Und die Knolle kommt aus einer Hauttasche. Sehen Sie mal, ich kann das hier so mal ein bisschen auseinanderpulen. Hier sehen Sie, dass der noch aus einer Hauttasche kam. Ja. Er ging nicht besser aus der Erde raus. Womit ist er denn zu verwechseln? Kann man den eigentlich verwechseln mit einem Speisepilz? Eigentlich nicht, aber es tun ja viele. Viele schneiden ihn einfach ab und denken, sie haben einen Grünling, der jetzt zwar auch nicht mehr gegessen wird, oder einen grünen Täubling. Ich hatte vorhin hier einen. Ja, ich habe ihn gesehen. Hier, gucken Sie mal. Da? Ja, zum Beispiel. Ich kenne mich aus. Ja, auch hellgrüne Täublinge, die dann ähnlich sind. Das kann aber nur passieren, wenn man einfach den abschneidet und sich nicht die Merkmale anguckt. Und meine Mutter und mein Vater, die haben mir gesagt, also grundsätzlich sind alle Schwammpilze, also Röhrenpilze, essbar. Ist das so korrekt? Nein, das ist es nicht, aber sie werden von keinem sterben. Erstmal schönen Dank, jetzt kommen erstmal die Veranstaltungstipps aus dem ganzen Land und gleich sehen wir uns wieder mit noch mehr Informationen rund um den Pilz, die Pilzausstellung, die Pilzberatung, den Botanischen Garten, Frau Bütow und wir bis gleich. Kunstwerke in der Luft, das erleben Sie in jedem Jahr bei den Pyro Games. Am 16. September ist es wieder in Schwerin soweit. Der Schlossgarten wird zur Wettkampfstätte der Feuerwerker. Himmelsbilder vor dem Schweriner Schloss, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. An ausgewählten Terminen verabschieden sich die Kreuzfahrtschiffe nicht nur aus dem Warnemünder Hafen, sie werden mit einer Portparty auf See begleitet. Bühne ist das Segelschiff Santa Barbara Anna. Schlepperballett und Höhenfeuerwerk gehören auch dazu. Die nächste Portparty steigt am 16. September am Warnemünder Passagierkai. Vor 3 Jahren lebte eine Tradition wieder auf, Radrennen in und um Schwerin herum. Das dritte Schweriner Jedermann-Radrennen startet am 23. September direkt vor dem Schweriner Schloss. Es geht in die malerische Lewitz-Region. 2 Strecken stehen zur Auswahl, 55 Kilometer Fitnessrunde oder für die Profis eine große 91 Kilometer Schleife. Anmeldungen und viele andere Infos gibt es unter www.schweriner-seenrunde.de. Am 17. September feiert der Rostocker Zoo ein richtig großes Fest. Von 10 bis 17 Uhr können Sie verschiedene Stände besuchen und vor allem etliche Aufführungen erleben. Natürlich kommen dabei auch die Zootiere nicht zu kurz. Das Programm und alle Infos bekommen Sie unter www.zoo-rostock.de. Bauerkorl lädt ein zur stimmungsvollen Musikantendeal. Grabow, Sternberg, Neukalles, Rostock, Hagenow, Güstrow und Drena heißen die Tourorte. Überall mit dabei das Nabtal-Duo. Und auch die Callboys werden ordentlich einheizen. Karten und Infos unter www.call.de. Moormannsgeister halten wieder Einzug in Graal-Müritz. Folgen Sie den unheimlichen Moorgeistern auf eine nächtliche Wanderung ins Reich der Hexen, Feen, Trolle und Elfen. Los geht es am 15. September ab 19.30 Uhr an der Buswendeschleife Graal-Müritz.
Einen Tag später werden alle kleinen Moorgeistlein zum großen Festumzug gerufen. Zum Fliegen schön, das Flughafenfest des Airports Rostock-Lage. Und tatsächlich können Sie abheben bei einem BMI-Rundflug. Hierzu sollten Sie sich Ihre Tickets vorher sichern. Von 10 bis 18 Uhr können Sie den Flughafen Rostock-Lage erkunden und dabei das musikalische Programm vom Antenne MV-Showtruck genießen. Schauen Sie sich spannende Flugzeuge einmal aus der Nähe an. Infos bekommen Sie unter www.rostock-airport.de/flughafenfest. Die Kulturnacht in Greifswald bietet immer wieder Ungewöhnliches. Party im Schrank, singende Balkone oder Salsa-Schritte rund um Blumentöpfe und Vasen, um nur einiges zu nennen. Am 15. September verwandelt sich die Hansestadt in eine Kulturzone. 50 Mitveranstalter präsentieren Kultur pur. Programm und Infos unter www.greifswald.de/kulturnacht. Das junge Staatstheater Parchim ist aus der Sommerpause zurück. Am 26. September sehen Sie ein grandioses Stück aus Dänemark. Als wir verschwanden, erzählt die Geschichte einer Familie, die langsam zerbricht. Die Kinder versuchen, die Situation zu retten, drohen aber im Chaos der Erwachsenen unterzugehen. Als wir verschwanden, wurde 2013 in Dänemark als bestes Kinder- und Jugendtheaterstück ausgezeichnet. So, ich hoffe, da war was dabei aus dem ganzen Land. Immer noch im Botanischen Garten Rostock. Das Thema heute Pilze mit Frau Bütow und mir. Die Pilzausstellung ist ja jetzt wieder, steht kurz vor der Tür Ende September. 350 verschiedene Pilzarten gibt es hier oben. Ist ja wahnsinnig viel, kann man sich das alles merken. Ja, wir müssen uns noch mehr merken, aber nur wollen wir mal ein bisschen runterstapeln. 350 werden wir in diesem Jahr garantiert nicht schaffen. Wenn okay. wir 250 schaffen, sind wir gut. Wir sagen, wir schaffen in guten Jahren 200 bis 300 unterschiedliche Pilzen, die wir ausstellen können. Im letzten Jahr bei der großen Trockenheit waren es nur 150. Das zu dem Thema. Wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, unter der Woche, nächste Woche, wie auch immer, weggehen wollen und in die Pilze gehen wollen und am Wochenende das mal testen lassen, will ich gar nicht sagen, sondern beobachten lassen, wenn Sie nicht wissen, was es ist, dann können Sie natürlich hierher kommen, samstags und sonntags zwischen 14 und 18 Uhr. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. So, dann sieht es nämlich so aus, dass wir hier, ich stehe neben jemand an diesem Tisch und sagt, ja, das ist der Five-Kopf-gestödelte Nonsi-Blink-Trinkling. Und wenn das denn nicht der Fall ist, wenn man das nicht essen kann, dann wandert das nämlich in diese Tonne. Was sagen Sie denn so als Resümee für die Leute, die in den Wald gehen und einfach willkürlich drauf los sammeln? In diversen Kochbüchern steht ja auch drin, dass man Pilze auch, ich sag mal, frei von Giften braten, kochen kann. Also, dass sie das Gift dann verlieren. Ja, nun haben wir eine ganze Menge Fragen gestellt. Ja, ne? Es gibt sehr viele Pilze, die rohgiftig sind. Das sind auch ganz beliebte Pilze, der Hallimarsch, das ist die Hexenröhrlinge, sogar der Perlpilz. Es sind also eine ganze Reihe von Pilzen, die sind rohgiftig und die müssen eigentlich erhitzt werden. Und man sollte sich hüten, bei Pilzen al dente zu kochen. Die müssen richtig gut durchgebraten und durchgekocht sein. Dann ist es besser für die Gesundheit. Zur Pilzausstellung jetzt am Ende September. Was können die Leute hier erleben? Sie haben vorhin auch gesagt, dass so eine Pilze sich auch hervorragend zum Färben von Wolle und Seide. Macht das denn heutzutage noch jemand? Macht das noch jemand heutzutage? Ja, oh Gott, das ist ganz groß im Kommen. Mit Naturfaser, mit Naturmitteln färben. Und wir haben auch eine Dame aus Doberan, die dann einen kleinen Stand aufbaut. Wahrscheinlich nur am Sonntag, weil sie in diesem Jahr noch nicht so viel Färbepilze hat. Und die wird das vorführen. Und sie hat auch eine ganze Menge an Seide und Wollen da, die sie schon mit Pilzen gefärbt. Das ist wahnsinnig interessant. Alles das können Sie erleben am? Ja, am 24. September. Dann ist Frau Jung da und die wird dann die Pilze färben. Also die Wolle mit den Pilzen färben. 24. September, Pilzausstellung Rostock Botanischer Garten. Gucken Sie sich das mal an. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn Sie das gerne mögen, so wie ich. Ich habe heute wieder ganz viel gelernt und ich sage nur, very important, very vorsichtig. Ne? Ja. In diesem Sinne, leben Sie Kultur. Vielen Dank, Frau Bütow. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.